Lutherkapelle war bis 1933 ein Kuhstall und Geräteschuppen eines benachbarten Bauernhofes. Und im Dezember 1933 sind diese Räume hier zur Kapelle umgebaut worden, eingeweiht worden. Bezeichnenderweise kann man auf einem Foto auch sehen, mit Kirchenfahne und Hakenkreuzfahne. Das war dann lange Zeit hier im Kölner Norden die einzige evangelische Kirche. Und im Jahr 1985 begann dann diese Zeit der gemeinsamen Nutzung der evangelischen Kirchengemeinde mit der äthiopisch-orthodoxen Gemeinde. Es gibt einstimmige Presbyteriumsbeschlüsse und jetzt im Mai werden es ja auch 22 Jahre, dass wir hier gemeinsam zusammenleben. Die erste Phase war so, die ging von 1983 bis Ende 1994, da haben wir diese Räume hier gemeinsam genutzt. Das war vor allem sonntags morgens sehr interessant. Wir haben dann erst unseren eigenen evangelischen Gottesdienst gefeiert und dann wurde innerhalb einer Viertelstunde aus einer nüchternen protestantischen Kapelle ein farbenprächtiger orthodoxer Gottesdienstraum. Bei uns Protestanten ist ja eher so eine bilderablehnende Tradition und das wurde dann oft auch in der Gemeinde diskutiert unter dem Vorzeichen, na, gefällt uns das oder gefällt uns das nicht. Aber ich denke, wir haben in den letzten Jahren durch viele Begegnungen und Gespräche gelernt, dass es eben wirklich eine besondere Art der Verkündigung auch ist, die im Glauben gegründet ist und zum Glauben hinführt. Und es ist nicht um irgendwelche ästhetischen Gesichtspunkte in erster Linie dabei geht. Wir benutzen diese Kirche frei. Wir bezahlen keine Miete. Wir sind sehr dankbar von Stadtkirchenverband und auch von Kreis Köln-Nord bekommen wir Zuschüsse. Seit 1. Januar 1995 ist es so, wir evangelische Immanuel-Gemeinde Köln-Longerich sind weiter Eigentümerin dieser Kapelle, aber wir haben die Nutzungsrechte damals dem evangelischen Stadtkirchenverband Köln übertragen und der wiederum hat mit der äthiopisch-orthodoxen Kirche einen Mietvertrag abgeschlossen. Wir selbst nutzen diese Räume überhaupt nicht mehr. Ich finde das eigentlich eine schöne Geste, dass das also auch dran stehen bleibt. Das ist ja auch ein historisches Dokument dafür, dass es hier einen Übergang gegeben hat. Und ich bin auch ganz stolz darauf, dass der Stadtkirchenverband damals, freilich unter etwas anderen finanziellen Bedingungen als heute, dass er aber doch noch eine Menge Geld benutzt hat, um dieses dann so zu übergeben, dass es für die Gemeinde auch benutzbar war. Es war zunächst ganz interessant, dass als wir das hergerichtet hatten, da fing plötzlich die evangelische Ortsgemeinde an, wieder nach diesem Haus sich zu sehen. Es war ja inzwischen schön hergerichtet und so weiter, aber das war nur eine kurze Episode und dann seitdem ist nun die Gemeinde der Äthiopier dort ganz. Damals hat die evangelische Kirche diese Kirche benutzt, die Lutherkapelle. Die evangelische mit Bruder und Schwester nennen wir früher Lutherkapelle. Wir nennen Michaeliskirche. In diesem Namen haben wir keine Schwierigkeiten gehabt. Von der doppelten Name hat 10 Jahre zusammen in einem Altar evangelische Gottesdienst gehalten und auch äthiopisch-orthodoxe Gottesdienst gehalten. Das war gut gelaufen, das ist eine malige, gute Sache. Die evangelische Kirche hat von uns viel gelernt. Wir haben auch von der evangelischen Kirche auch gegenseitig akzeptiert und gute Beziehungen bekommen. Ich kann es selbst nicht beurteilen, mir ist nur gesagt worden, es wurde wohl versucht, auch einen gemeinsamen Namen zu finden, zum Beispiel Christuskirche oder Christuskapelle. Ich habe eigentlich auch viele Jahre, ich bin ja später gekommen, ich war bei diesem Prozess nicht beteiligt, habe ich das eigentlich auch viele Jahre nicht verstanden, warum man nicht einen gemeinsamen christlichen Namen gefunden hat, der eben auch das Gemeinsame unterstreicht. Inzwischen muss ich sagen, ist dieser Doppelname Lutherkapelle und St. Michaelskirche eigentlich ganz gut. Er drückt ja diese Verschiedenartigkeit aus, den Reichtum und trotzdem das Zusammengehörige. Für mich ist eigentlich wichtig, so vor Augen zu haben, Gottes Lieblingsfarbe ist bunt.